Erzgebirge Stuttgart Störungsstelle hier. Grüß Gott. Grüß Gott, das ist mein Name Ahmed. Habe ich den Frage, ich mache gerade Schrau bei meinem Fernseher. Da macht bzz, jetzt nichts mehr Licht. Warum? In der ganzen Wohnung kein Licht mehr. Ganze Haus nichts. Ganze Haus Straße, kein Licht mehr. Ganze Straße nichts. Die ganze Straße nicht. Wo sind Sie? Lagestraße. In der Lagestraße. Lagestraße. Wo sind die? Der Stuttgart. Stuttgart, welcher Stadtteil? Neugereuth? Nein, Kannstadt. In Kannstadt. Ich bin, weißt ich du, ich bin machen offen meine Fernseher, ja. Schrauben, weil nichts mehr gut. Aha. Und dann mach bzz, dann kaputt, nichts mehr Licht, ganze Straße dunkel. Warum? Die ganze Straße dunkel. Ganze Straße, nichts leuchten. Also nicht nur in Ihrer Wohnung, sondern die anderen Leute auch nicht. Leute nichts wissen, Straße dunkel. Moment. Hallo, Fräulein. Fräulein, kommst du bei die Telefonin? Hören Sie bitte? Hallo? Ja, haben Sie keinen Strom in der Wohnung oder auf der Straße? Wohnungsstraße, beide. Beide, das kann nicht sein. Doch. Nein, wenn Sie einen Kurzschluss haben von Ihrem Fernseher. Fenster offen, dann Schrauben, puff, nicht Licht, weißt du? Ja, nicht Licht, das ist klar. Aber Straße, Straßenlicht hat damit nichts zu tun. Ihr guckt unten bei Straße dunkel. Das warum? Das kann eigentlich nicht sein, weil das sind ganz verschiedene Leitungen, wissen Sie das? Vielleicht viele Leitungen, aber andere meine Wohnung. Wo dunkel. Ist es denn, wo? Langestraße. Wie heißt die Straße? Langestraße. Können Sie es vielleicht buchstabieren? Was ist das? Die Buchstaben, ich verstehe die Straße nicht. Langestraße, sagen. Ja. Ja, aber ich muss es aufschreiben, ich kann es nicht... Schreibst du? Gleiche Straße. Gleiche Straße? Nein, andere Straße, nichts gleiche Straße. Nein, wie heißt die Straße? Ich sage, Langstraße. Ankstraße? Nein, Langstraße. Plank? Langstraße. Langstraße. Rheinstraße? Nein, nichts rein, andere, gleiche. Langstraße. Langstraße. Lange Straße. Lange Straße. Langstraße. Nicht lange Straße. Nein, Langstraße. Lang wie? Lang wie lang. Ah ja. Das ist gut. Ja, Langstraße. Nummer, die Hausnummer? 53. Bitte? 53. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Ich sage Ihnen 3. 3, 5. 1, 5. Bitte? Nochmal sagen. Ja, sagen Sie es nochmal. 3, 1, 5. 3, 1, 5. Richtig. 3, 1, 5. Aber es gibt keine Langstraße in Cannstatt. Doch, ich wohne. Nee, tut mir leid, es gibt... Ich wohne. Langstraße. Sie können es doch bestimmt buchstabieren. Sagen Sie mir jeden Buchstaben. Buchstabe. Ja. Buchstabe von Straße? Von Straße, ja. Nicht Nummer, Buchstabe. Ja. Sagen? Bitte? L. Ja, L. A. A. N. Bitte? N. 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 Ja, und dann? G. Ja, also Langstraße, aber... Ist das in Cannstatt direkt oder ist das ein anderer Ortsteil? Ich bin Boss. Cannstatt, sag ich. In Cannstatt. Und wie ist Ihr Name bitte? Mein Name Ahmed. Das ist der Nachname. Familienname. Name? Ja. Name Ahmed. Dürfen wir es auflösen? Hier ist Andreas Fuhrmann und der Kollege Per Lorand, Freies Radio für Stuttgart. Ach Gott, ach Gott. Sie sind gerade Opfer unseres Telefonspaßes geworden. Das Gefühl habe ich auch, ja. Okay.